Gratulation. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, oder wie war das? Also ich muss echt sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass es so schwer ist, Sachen zu beschreiben und Leute zu lotsen. Ja, kannst du mal sehen. Also ich bin jetzt hier in irgendeinem Raum gefangen mit ganz vielen Särgen und ich habe rechts... Okay, ich wiederhole, ich bin in einem Raum, unten kommt Feuer, ich werde hier glaube ich verbrannt. Ich habe ein Tor vor mir, links und rechts sind irgendwelche Symbole und ich habe einen Pfeil. Oh, du bist auf der anderen Seite. Komm wieder zu mir zurück. Kannst du irgendwas drehen bei dir? Ja. Ich habe links und rechts im Boot. Gut, ich weiß zwar nicht, was sie mir damit sagen wollen, aber ich habe hier so einen hellen Pfeil und ich habe oben ein Symbol, ein Dreieck und einen Kreis in der Mitte. Habe ich ganz... In der Mitte, ich habe drei Stück. Ja, ich weiß, aber ich habe halt einfach nur ein Dreieck und einen Kreis in der Mitte oben als Hauptsymbol und darunter habe ich dann drei weitere Symbole. Ja, und die sind? Ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, das dreh mal einfach so weit, wie du kannst. Also, hast du Symbole, die du siehst, sind die fest eingraviert oder drehen sie sich bei dir mit? Die drehen sich bei mir, aber ich weiß halt nicht, was dieser scheiß helle Pfeil soll, der mir ein Dreieck mit einem Kreis zeigt. Jetzt zeigen zu mir einen Kreis mit einem X. Jetzt habe ich einen Kreis mit einem waagerechten Strich. Jetzt habe ich einen Kreis mit einem X und einem vertikalen Strich durch. Immer im Raum um, hast du da sonst noch was? Nee, nicht wirklich. Boah, ich werde aus diesen scheiß Symbolen nicht schlauer. Ich weiß nicht, was mir die sagen sollen. Kannst du auf beiden Seiten drehen oder nur auf der rechten Seite? Kannst du von dir aus links auch schon? Ich kann beide Seiten drehen. Was hast du denn da für ein Buch liegen? Keine Ahnung, das bringt nichts, das sagt nichts, das Buch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Es macht das Ganze nicht jetzt besser, dass ich da so einen hellen Pfeil habe, der da irgendwo drauf zeigt. Das ist so wie, das ist die Lösung und ich check's nicht. Ja, aber wie sieht der Pfeil denn aus? Also Ich habe einen ganz normal leuchtenden Pfeil, der einfach auf der Mauer befestigt ist, der leuchtet. Und dann habe ich da oben so eine Plakette, die ist gold umrandet und da ist ein Dreieck und ein Kreis ist in diesem Dreieck drin. Und da drunter kommen erst diese Drehscheiben, die du da hast. So ein Dreieck mit einem Kreis. Das hier? Das, was ich jetzt habe, ist ein Kreis mit einem X drin. Das hier?
Jetzt habe ich ein Kästchen mit einem anderen Kästchen drumherum, wo eine Seite fehlt. Ein Kästchen mit was? Also ein Viereck, umrandet von einem gekippten Viereck, wo aber eine Seite fehlt. Welche Seite fehlt? Oben links. Ich habe kein Viereck, wo oben links fehlt. Nur die linke Seite? Oh je, ich bin gleich hinüber. Gleich bin ich gegrillt. So? Ich kann halt überhaupt nichts damit anfangen, weil du hast ja drei Symbole, die du selber drehen kannst und auf einer Plakette ist so ein extra Symbol drauf und ich verstehe nicht, was mir das sagen soll. Wie sieht denn dieses extra Symbol aus? Das ist einfach nur ein Dreieck mit der Spitze nach unten und dann ein Kreis in diesem Dreieck drin. Und das, was du jetzt zu mir drehst, ist ein Kreis mit einem X drin. Jetzt habe ich einen Kreis mit zwei horizontalen Strichen. Jetzt habe ich einen großen Kreis mit einem X drin. Jetzt habe ich einen Kreis mit einem horizontalen, aussieht wie der Jupiter. Ne, Saturn, so rum. Und jetzt habe ich einen Kreis mit ganz viel, mit einem X und einem vertikalen Strich durch. Genau, aber dieses Symbol, was ist einfach nur ein leuchtender Pfeil, oder was? Der leuchtende Pfeil, der zeigt einfach auf diese Reihe und ich weiß nicht, was das mir sagen soll, weil... Aber hat der leuchtende Pfeil irgendetwas Spezielles? Der zeigt einfach nur nach unten. Von oben nach unten und es ist ein ganz normaler Strich nach unten und dann hast du halt diese zwei diagonalen Striche, als wäre es ein ganz normaler Pfeil, der leuchtet. Der zeigt auf die Reihe, die du gerade da drehen kannst. Der über dieser Reihe, die du drehen kannst, ist eine Plakette und da ist dieses Dreieck drauf mit dem Kreis drin und darunter sind diese drei Symbole, die du drehen kannst. Und auf der anderen Seite ist nichts. Auf der anderen Seite sind nur zwei Felder, die du drehen kannst und unten ist nichts, nein. Und ich bin tot. Tschüss. Weil ich kann hier drei Felder halt drehen. Hörst du mich? Jetzt wieder, ja. Also ich habe halt jeweils drei Felder, links und rechts. Das sind so Zahnräder. Die sind geordnet von oben nach unten, haben die halt Symbole. Ich würde mal... Also... So, kannst du mir mal, siehst du jetzt irgendwie was anderes? Hast du irgendwo irgendein Symbol oder ähnliches? Ich habe jetzt das gleiche Symbol, was ich jetzt beim ersten Mal hatte, nur dass es jetzt genau andersrum ist. Die Spitze von dem Dreieck zeigt nach oben und in der Mitte ist ein Kreis. Vielleicht musst du ja bei dir das auf deiner Seite so drehen, in der rechten Reihe von dir aus, dass du das Symbol irgendwie hinbekommst, dass vielleicht, keine Ahnung, auf oben eine Spitze nach oben ist, in der Mitte ist ein Kreis und unten ist vielleicht irgendwie dann das Restliche. Dreht sich bei dir das denn mit? Verändert sich dadurch durch... Du musst es dir einfach so vorstellen. Auf meiner Seite habe ich jetzt dich hier, ich sehe dich da jetzt rumspringen und links von mir, also von deiner Seite aus rechts, haben wir diese drei Dinger zum Drehen. Da drüber habe ich einen leuchtenden Pfeil, der ist glaube ich irrelevant, der soll einfach nur auf diese Reihe zeigen oder auf das Symbol zeigen. Das Symbol an sich ist einfach nur eine Plakette auf der Wand, das dreht sich nicht, das ist einfach nur wie so ein Schild, wo ein Dreieck drauf ist mit einem Kreis drin. Und das ist alles, was da zu sehen ist. Und darunter sind diese Dinger, die du drehen kannst. Und die sind aber nicht mit der Plakette oder dem Pfeil verbunden, sondern es ist einfach, es ist ein einzelnes Objekt, was du da drehst.
Dann sag mir doch mal bitte Bescheid, ob ich jetzt, ob bei dir das richtige Symbol ist, wenn ich es drehe. Nee, ich sehe es nicht. Ja, aber da ist doch ein Dreieck mit einem Kreis. Ja, ja, auf der Plakette, aber nicht auf den Drehscheiben. Ja, aber was hast du denn auch, was siehst du jetzt gerade auf dem Drehding? Auf dem Drehding sehe ich jetzt zwei Kreise, ein großer, ein kleiner da drin und ein X durch. Darunter habe ich in der Mitte ein Viereck mit einem X durch und unten habe ich sowas wie, keine Ahnung, wie so ein breites Glas. Also, ich sehe jetzt ein Dreieck bei mir. Also ich habe oben Dreiecke, in der Mitte habe ich Kreise und unten habe ich Vierecke. Kannst du unten auch irgendwie Dreiecke machen? Wie bitte? Kriegst du unten auch irgendwie Dreiecke hin? Ich habe unten Vierecke. Ich check's nicht. Tobi, erzähl mir doch mal bitte, was siehst du für Symbole? Also, wenn du mit mir nicht redest, kann ich hier auch nichts mit dir... Ich sag doch die ganze Zeit, was ich vor mir sehe. Und ich habe oben ein Kackdreieck, wo ein Kreis drin ist. Und darunter habe ich lauter komische Glyphen, die du da rumdrehst, die mit dem Schild oben überhaupt null Verbindung haben. Nicht mal die Kreise haben damit Verbindung. Die haben irgendwelche Zacken und Kreuze und dreh dich und hast nicht gesehen. Unten sind irgendwelche, keine Ahnung, 3D-Formen. In der Mitte sind auch irgendwelche Scheißformen. Die passen alle nicht zusammen. Also, ich habe oben Dreiecke. Du sagst, du hast oben Vierecke oder Kreise. Ich habe unten Vierecke, du hast unten Dreiecke. Ich habe unten irgendwelche komischen 3D-Formen oder halt irgendwelche komischen, weiß ich nicht, die sehen immer aus wie so Schalen, sag ich mal, wo irgendwie Formen drin sind, halt wie irgendwelche Striche horizontal oder was auch immer. Jetzt habe ich zum Beispiel so ein Glas, jetzt habe ich irgendwie so eine gefühlte Schüssel in der Schüssel. Wenn ich jetzt nochmal drehe, habe ich eine Schüssel mit einem vertikalen Strich durch. Dann habe ich eine Schüssel, wo es aussieht, als wäre Wasser drin, wenn du es jetzt weiter drehen würdest. Und wenn du das nochmal weiter drehst, sieht es aus, als wie eine Schüssel auf dem Kopf und eine Schüssel, die ganz normal steht. Und danach kommen dann zwei Schüsseln gefühlt, ich nenne die jetzt einfach mal Schüssel, wo die obere nur einen vertikalen Strich durch hat. Das habe ich unten. Also, sind das Schüsseln für dich wie Halbkreise oder was sind das für dich für Schüsseln? Nein, das sind einfach so wie was wie Vierecke, die aber nicht ganz normal viereckig sind, sondern wo die Kreise auf der, also die Kreise, die Seiten irgendwie so schmaler werden nach oben hin. Also fast schon so ein bisschen trichterförmig. Was hast du hier? Warte mal, jetzt habe ich hier zum Beispiel auf der Seite, die du gerade gedreht hast, in der Mitte das Symbol, glaube ich. So, dreh mal das so, dass du dieses Symbol hast, wo das wie so ein Dach ist und dann hast du einen Kreis in der Mitte und unten hast du einen Strich, einen horizontalen. Dreh mal nochmal weiter. Noch einmal. Ich habe ganz andere Symbole. Ah, gut zu wissen. Also, wie gesagt, du musst mir sagen, wann dein Dings kommt und welches oben, Mitte oder unten. Also, du meintest ja gerade zu mir mit, da ist jetzt gerade das Symbol gewesen. Ja, genau. Mach mal nochmal kurz in der Mitte, dass du es drehst. Ja, oben, Mitte oder unten. Dreh mal oben weiter.
Also wenn du hier drehst, ich bin eh gleich wieder tot, aber egal. Unten auf der Seite, wo du gerade die ganze Zeit am Drehen bist, ist nicht ein einziges Symbol bei mir. Also bei mir ist das alles einfach leer. Egal wie du es drehst, unten ist alles bei mir leer. In der Mitte, wenn du es drehst, habe ich irgendwann mal so ein ähnliches Dreieck mit einem Kreis drin. Nicht verzagen. So, ich warte mal, bis du hier bist und dann versuchen wir nochmal einen kurzen anderen Ansatz. Magst du dein Mikrofon mal einen Ticken leiser machen? Also du kommst so ein bisschen rauschend an. Ist jetzt besser? Sag mal. Test, Test, Test. Tausendmal besser, jetzt übersteuerst du nicht mehr. Ich glaube, ich war zu nah dran einfach. So, also auf der von dir aus rechten Seite habe ich jetzt das gleiche Symbol wie vorher, also dieses Dreieck, nur dass die Spitze jetzt unten ist und der Kreis in der Mitte bleibt gleich, aber die Spitze ist jetzt unten. Ja, das... Okay, das nächste Symbol, was ich da drunter jetzt sehe, wenn du es so umgedreht hast, ist ein Kreis mit einem X drin. Ja, habe ich. Und da drunter wäre jetzt ein Viereck ganz normal, wo ein großes Plus drin ist. Ich habe kein Viereck hier mit einem Plus. Ich schaue mal auf der anderen Seite. Nee, ich habe hier kein Viereck mit einem Plus. Also bei mir ist jetzt wie gesagt ganz oben bei der Drehscheibe, bei dir müsste auf der rechten, also wo du jetzt gerade stehst, müsste jetzt ja als erstes erstmal so ein Dreieck kommen, wo die horizontale Linie, sag ich mal, oben ist und die spitze Seite ist unten. Genau, also die ersten beiden Zeichen haben wir drin. Das ist praktisch dieses Dreieck, Spitze nach unten mit einem Kreis in der Mitte. Ein Kreis, das, also das zweite Symbol ist ein Kreis mit einem X komplett da durch. Das dritte Symbol müsstest du mir nochmal erklären. Das dritte Symbol, was ich jetzt sehe, wenn das halt so richtig gedreht ist von dir, ist ein großes Viereck, wo ein Plus in der Mitte drin ist. Also sieht aus, wie als würde es das Viereck in drei, also in vier Teile halt nochmal teilen. Das hab ich halt nicht. Lass mal andere Seite. Ich glaube ja so ein bisschen, dass die andere Seite sich ergibt, wenn du die Seite hier fertig hast. Ich glaube, die sind nicht übergreifend, sondern das muss fertig sein. Und das untere Symbol, was ich sehe, muss wahrscheinlich dann auf der anderen Seite dann da angedreht werden oder so. Ich weiß es nicht. Ist das, was du als Kreis siehst, ein ganz großer Kreis und das X ist da einfach nur drin oder geht das X da drüber? Das geht komplett da drüber. Ah, großer Kreis mit einem X habe ich noch. Das drin ist das X, oder? Genau. Okay, das habe ich auch, ja. Habe ich eigentlich. Das da, was bei mir jetzt drunter angezeigt wird, auf meiner Seite, ist eine vertikale Linie links und eine vertikale Linie rechts. Die sind ganz groß und in der Mitte ist einfach nur ein kleines Viereck. Hab ich. So, auf der anderen Seite gucken wir, ob du oben einstellen kannst, so ein nach hinten gefallenes Viereck, wo ein Kreuz... ein X drüber ist. Das X ist drin? Das X geht so ein bisschen drüber. Du musst dir vorstellen, als hättest du jetzt ein Viereck vor dir und das fällt so nach hinten um, von der Perspektive her, und da geht ein fettes X drüber. Hab ich. Okay, das nächste wäre ein Viereck, das auf der linken Seite so ein bisschen nach oben steigt und hat auf der rechten Seite nochmal so ein kleines Viereck, was genau die gleiche Perspektive hat. Ja, habe ich. Und da drunter müsstest du einen großen Kreis haben, wo ein kleines Viereck drin ist.
Boah, Alter, also echt. Gut, das war doch übergreifend. Wow. Das heißt, das Rätsel ist so zu lösen, dass du wirklich dich an dem, siehst du, orientierst an diesem Pfeil, der sagt, okay, damit startest du. Ist wahrscheinlich so eine Art Markierung von wegen, so bitte starten. Und dann gehst du jedes Symbol weiter und musst dann halt gucken, dass du das in der Reihenfolge weiter richtig einkippst. Ja, deswegen hast du auch wahrscheinlich das letzte Symbol nicht. Genau, weil es das für mich gar keinen Sinn ergeben würde, weil es bei mir mit der Plakette da anfängt.